Heute stellen wir Ihnen Top-Datenbanken der Forstwissenschaften vor. Wir haben drei Datenbanken für Sie ausgewählt. OLC Forstwissenschaften, Web of Science und Forest Science Database. Warum ist es bei der Literaturrecherche wichtig, auch spezielle Fachdatenbanken zu benutzen? Über den Göttinger Universitätskatalog, GUK, lassen sich nur Bücher oder Zeitschriften finden. Nach aktuellen Zeitschriftenaufsätzen können Sie nicht suchen. Für eine intensivere Literaturrecherche empfiehlt sich daher die Recherche in Datenbanken. Starten Sie Ihre Suche nach elektronischen Ressourcen immer über die Homepage der SUB Göttingen. Wählen Sie die Suche nach Datenbanken über DBIS aus. Sie sehen hier eine Fachübersicht. Wählen Sie das Fachgebiet Land- und Forstwissenschaft, Gartenbau, Fischereiwirtschaft, Hauswirtschaft, Ernährung aus. Auf dieser Seite sehen Sie an erster Stelle die Top-Datenbanken für diese Fächer. Wählen Sie zuerst OLC Forstwissenschaften Online-Contents aus. Diese Datenbank wertet über 400 Zeitschriftentitel mit forstwissenschaftlichem Fokus aus. Neben der Beschreibung der Datenbankinhalt finden Sie auf dieser Seite den Link Recherche starten. Wenn Sie die Datenbanken von außerhalb des Campusnetzes öffnen, erscheint ein Login-Fenster. An dieser Stelle müssen Sie sich als Angehöriger oder Studierender der Universität authentifizieren. Dazu geben Sie Ihre Nutzernummer ein, die auf der Rückseite Ihres Studien- oder Universitätsausweises steht, und das dazugehörige Bibliothekspasswort. Wenn Sie sich im Campusnetz befinden, müssen Sie sich nicht authentifizieren. Nun können Sie mit der Recherche in der Datenbank beginnen. Sie suchen nach Aufsätzen zum Thema Sturmbruch und benutzen zur Suche den englischen Begriff Windthrow. Gute Suchergebnisse erhält man mit der Suche über die Suchoption THM oder THM alle Themen. Alternative Suchoptionen sind zum Beispiel die Suche über Titelstichworte, Schlagworte oder Personen. Erhält man eine zu große Treffermenge, kann diese über die Eingabe eines weiteren Stichwortes oder über die erweiterte Suche begrenzt werden, etwa durch Begrenzung auf bestimmte Autoren oder Erscheinungsjahre. Die weitere Eingrenzung der Treffermenge kann auch über die Filter am linken Seitenrand vorgenommen werden. Erhält man eine zu kleine Treffermenge, kann man die Wörter truncieren. Das heißt, man verwendet Platzhalter für Buchstaben, meist ein Fragezeichen oder ein Sternchen. So werden in unserem Beispiel nicht nur Aufsätze mit den Wörtern uprooted und trees gefunden, sondern auch mit uprooting, uproot und tree. Man erhält auf diese Weise mehr Treffer. In der Vollanzeige zu einem ausgewählten Dokument sind verschiedene Metadaten, zum Beispiel Autor, Titel, Schlagwörter, mit Links hinterlegt, die für weiterführende Quersuchen genutzt werden können. Nach Auswahl eines Dokuments kann aus der Datenbank direkt auf den vorhandenen elektronischen Volltext zugegriffen werden, sofern die betreffende Zeitschrift für Angehörige der Uni Göttingen freigeschaltet ist. Andernfalls können Sie sich den Aufsatz auch kostenpflichtig per Fernleihe zusenden lassen. Als nächstes stellen wir die Datenbank Web of Science vor. Web of Science ermöglicht die parallele und interdisziplinäre Recherche in einem umfangreichen Datenbankangebot unter einer Suchoberfläche. Mit der Basic Search lässt sich auf einfache Weise nach Begriffen in vorauswählbaren Suchkategorien wie Thema, Topic, Titel eines Aufsatzes, Autor, Zeitschrift, Dokumentart und so weiter suchen. Die Suchsprache ist Englisch. Alle fremdsprachigen Titel werden übersetzt. Zum Eingrenzen der Suche können Sie Felder hinzufügen oder den gewünschten Zeitraum festlegen. Wir suchen wieder nach Windthrow. Die Ergebnislisten lassen sich mit den Filtern auf der linken Seite eingrenzen. Zum Beispiel viel zitiert, Erscheinungsjahr, Fachgebiet, Dokumenttyp, Autor. Sie können relevante Treffer in einer Liste speichern und diese ausdrucken, per E-Mail versenden oder in ein Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Unter Search History können Sie sich Ihre vorherige Suche anzeigen lassen und sie gegebenenfalls miteinander kombinieren. Auf der rechten Seite neben jedem Treffer befindet sich eine Besonderheit dieser Datenbank. Times Cited. Hier können Sie sich anschauen, wie oft und von wem dieser Artikel zitiert worden ist. Auf diese Weise können Sie neue, interessantere Literatur zu Ihrem Thema finden. Auch in dieser Datenbank können Sie direkt auf den vorhandenen Volltext zugreifen, wenn er von der Uni Göttingen lizenziert wurde. Zum Abschluss haben wir noch die Forest Science Database für Sie ausgewählt. Diese Datenbank dokumentiert jeweils mit kurzen Inhaltsangaben weltweit erscheinende Veröffentlichungen aus dem Bereich Forstwissenschaften und zu angrenzenden Gebieten. Die Suchsprache ist Englisch. Alle fremdsprachigen Titel werden übersetzt. Sie können sich in der Suchleiste einer einfachen Stichwortsuche, Keyword, oder einer Phrasensuche bedienen. Es kann aber auch eine erweiterte Suche durchgeführt werden, zum Beispiel nach Schlagworten.
Darüber hinaus sind im Tab Smart Searches für verschiedene, häufig nachgefragte Themen Suchanfragen vorkonfiguriert. Die Ergebnislisten lassen sich mit den Filtern auf der rechten Seite eingrenzen. Relevante Dokumente aus der Trefferliste können Sie in einer Merkliste unter My Forest Science zusammenführen und diese abspeichern oder in ein Literaturverwaltungsprogramm exportieren. Auch in dieser Datenbank können Sie direkt auf den vorhandenen Volltext zugreifen, wenn er von der Uni Göttingen lizenziert wurde. Andernfalls führt Sie der Link zu einer Recherche nach der betreffenden Zeitschrift in den GUK oder anderen Katalogen. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an uns.